Kaffeemaschine. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen traurigen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. Denn heute nehmen wir Abschied von der Finca. Ja, weil wir von der Finca Abschied nehmen. Und wieso doch nicht traurig? Weil wir noch nicht nach Hause fliegen. Warum nicht und was wir machen, das jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wir nehmen zwar Abschied von dieser wunderschönen Finca, jetzt ist das Licht wieder richtig. Wir nehmen zwar Abschied von dieser wunderschönen Finca, aber wir fliegen noch nicht nach Hause. Wir ziehen nämlich nur um. Wir ziehen um von... Na, wir sind jetzt zwischen Alcudia und Poyenza im Norden Spaniens, also Mallorcas. Und von da aus ziehen wir um nach Alcudia. Port Alcudia. Wer da letztes Jahr unser Video schon gesehen hat, der weiß, wo es hingeht. Wer das nicht gesehen hat, kein Problem. Das zeigen wir euch gleich. Ihr Auto ist gepackt. Finca ist, ihr seht es, nichts mehr da. Tor ist schon auf, gleich jetzt hier raus. Pool ist leer. Das, was noch da ist, sind die Liegen. Und zwei Bälle, die waren aber vorher schon da. Wir klauen ja nichts. Die Bälle waren vorher da, also lassen wir die auch da. Können die nächsten mitspielen. Hühner bleiben auch hier. Ja, und dann geht es jetzt gleich. Ja, so 12 Kilometer weiter. Und dann sind wir wieder da, wo wir letztes Jahr auch waren. Weil uns das so gut gefallen hat. Diesmal allerdings in einem anderen Apartment. Da sind wir schon sehr gespannt, wie das Apartment aussieht. Das werdet ihr gleich sehen, weil wenn wir dann da sind, dann treffen wir den Besitzer, der uns dann die Schlüssel überreichen wird. Ja, und dann werdet ihr es mitbekommen, wie dieses Apartment aussieht. Das also gleich. Wir setzen uns jetzt ins Auto, fahren darüber. Ha, hat sich wohl verdrückt. Egal. So, ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch. 3 Stunden. 3 Stunden, genau. Es ist 10 Uhr. Aus der Finca mussten wir schon raus und in das Apartment kommen wir halt erst um 13 Uhr. Dann gucken wir hier noch ein bisschen in Port Alcudia. Ne, Lulu? Ja, das haben sie schon gesehen, dass sie die gekauft hat. Hier sind wir sogar schon mal lang gegangen letztes Jahr. Schlange auf dem Arm. Wo geht's hin? Da! Türkei! Oh, also einen weiten Weg vor dir. Ich hab hier noch ein Pferd und einen Hubschrauber und ein Schiff. Ach so. Und ein Auto und ein U-Boot und eine Kutsche. Auto und Leitung weg. Guck mal, das Pferd mit Pferdekutsche. Wie teuer ist das? Steht drauf an der Seite. 33,95 €. Habe ich nicht mehr, ne? Nein, gibt's bei uns auch, Leon. Ja. Steht auch irgendwo drauf. Andere Seite vielleicht. Ah, oh, Mami fällt schon nicht da. Ne, die mag ich mehr. Ja. Das sind die von... Ever After High. Ja, Ever After High, das tickelt immer. Die Schleichsachen? Ja. So Leute, hier haben wir die Königin. Ist das die Königin? Ja. Ach so. Leon, komm mal hier gleich. Das hab ich, den Mann. Aber das Pferd hab ich nicht. Können wir davon eine kaufen? Nein. Wie geht das überhaupt? 346 Minuten später. So, Herrschaften. Wir gehen im 5. Stock. Da sind sie, die Schlüssel. Wir haben jetzt noch am Pool gewartet. Ich habe mir das Ganze mit dem Besitzer gerade angeguckt. Und das heißt, die Kinder und Katharina müssen sich das erstmal angucken. Wissen von nichts und gucken sich das an. Und da habe ich mir gedacht, das bietet sich ja an, dass wir quasi die erste Reaktion direkt festhalten, wenn sie das Apartment zum ersten Mal sehen. Ihr habt möglicherweise das... Und wir können nicht gehen. Nee, bis in 5 gehen wir keine Treppen. Warum? Weil wir viele Sachen noch zu tragen haben. Ihr habt das möglicherweise letztes Jahr gesehen, wie unser Apartment aussieht. So, und da haben wir gleich... Im 5. musst du drücken. Da gucken wir gleich. So geheimnisvoll. Warum? Warum bist du so geheimnisvoll? Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Ich hab Angst. Ich stelle mal vor, das Zimmer ist Gold. Oh, das ist geil. Das soll das Gold sein. Oh.
Wir bleiben stecken. Dann so. Auch ganz oben. Ja, letztes Jahr mussten wir da lang gehen und dann rechts. Das war 510. Jetzt gehen wir hier lang. Hä? 504. Cool, wie das jetzt aussieht. Moment. Und achte mal hier oben, Klimaanlage, geil. Hatten wir letztes Jahr nicht. Hier die Küche. Geil! Und wo die Kinder pennen, letztes Jahr haben die auch oben gepennt. Nämlich hier. Geil! Ist gerade gestern erst das Ding eingebaut worden, auch eine Klimaanlage. Oh. In jedem Zimmer. Oh, die Betten, das ist ja viel besser als hier will ich schlafen. Dann schlaf ich da. Oh, das sieht auch besser aus. Zack, Dusche. Klein, aber fein. So, weitergehen. Das ist also das Kinderschlafzimmer. Und das Schlafzimmer ist schon wieder da unten. So, also der Boden auch neu. Ehrlich? Ja klar, habe ich ihn gefragt. Küche neu. Wir haben einen Geschirrspüler. Oh, man kann ja... Aber warte doch erstmal. Was hast du so lange nicht gesehen? Jetzt zeige ich euch einmal den Ausblick. Also da sind die Sitzkissen, die wir natürlich benutzen können. Zwei Luftmatratzen, er hat so viele, die können wir benutzen. Wenn wir wollen, können wir was hier lassen. Wenn nicht, dann nicht. Dieser Blick. Wow. Bis aufs Meer. Den hatten wir letztes Jahr auch schon. Vier Apartments weiter drüben. So, und dann Sofa, also Fernseher brauchen wir nicht, aber ist halt da. Und hier nicht nur Klimaanlage, sondern auch Jalousien. Die hatten wir letztes Jahr auch nicht. Mach mal den Schrank auf. Das sind die Handtücher für hier. Die haben sogar Handtücher für den Strand. Wow! Ja, da ist nichts drin, Lulu. Das ist hier. Handtücher. Und da drin ist die Waschmaschine. Ach, oh, das ist natürlich toll. So. Du freust dich so. Ja, ich freue mich. Und das Allerbeste, es gibt einen Präsidenten der Vermietervereinigung hier und das ist nämlich unser Vermieter, so sieht's aus. Das heißt, der rennt hier sowieso jeden Tag um, weil der sich um alles kümmert, dass der Pool sauber gemacht wird und so. Der ist halt der Präsident von dem Ganzen hier, hat er mir eben erzählt. Also besser hätte es uns gar nicht treffen können, das wussten wir alles nicht, das ist reiner Zufall gewesen. Aber... Dass wir so eine schöne Luxus haben. Haben wir Glück gehabt, ne? Also das muss ich aber auch sagen. Und Klimaanlage, wisst ihr noch, was wir letztes Jahr geschwitzt haben? Ja. Einen Ventilator haben wir uns zu viert geteilt. Brauchen wir nicht mehr, jetzt haben wir Klimaanlage. Freut ihr euch hier drauf auf eine Woche? Ja! Also so. Ich könnte hier drei Wochen bleiben. Ja! Ich habe aber nur noch eine. So, dann heißt es für mich jetzt Koffer schleppen. Oh, guck mal! Und eine Kaffeemaschine. Ja. Und für euch heißt es, viel Spaß, wenn ihr auch in den Ferien seid, was immer ihr auch macht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Sagt Tschüss vom Balkon. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, dann kann man uns abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten.